Ich heiße Ingo Mörl und ich bin euer Vertreter im Regionalparlament Stuttgart. Das Regionalparlament Stuttgart ist ein verwaltungsorganisatorischer Zusammenschluss des Stadtkreises Stuttgart und die Landkreise Esslingen, Böblingen, Göppingen und Rems-Murr-Kreis, also der industrielle Einzugsgebiet von Stuttgart. 2,6 Millionen Einwohner leben in der Region Stuttgart, von insgesamt 10,5 Millionen Einwohnern in ganz Baden-Württemberg. Wir haben eine Wirtschaftskraft in der Region von 108 Milliarden im Vergleich zu 238 im Land. Das ist etwa eine Quote von 54%. Also die Region Stuttgart ist in Baden-Württemberg nicht unbedeutend. Über die Region Stuttgart wird Wirtschaftsförderung, Sport- und Kulturförderung und der wichtigste Anteil im Haushalt von etwa 340 Millionen ist als Budget für den Verkehr mit 300 Millionen Euro pro Jahr, was in der Region Stuttgart verwaltet wird. Ich muss an dieser Stelle dem Martin heftigst widersprechen. Er hat ja vor uns angedeutet bei seiner Eröffnungsrede, dass wir schlechte Wahlergebnisse einfahren. Ich muss sagen, gerade die Wahl zur Region hat gezeigt, wenn man sich wirklich engagiert und sich aus den Gates raushält, ist es durchaus möglich, gute Wahlergebnisse einzufahren. Wir hatten zwar nur die Hälfte der Wahlkreise für Unterschriften geschafft und haben aber in diesem Wahlkreis von knapp 2% bis 2,6% weitaus besser als der Bundestrend abgeschnitten. Und ich möchte hier nochmal vor allem den Piraten in Stuttgart, in Esslingen und natürlich ganz besonders meinen Filterpiraten danken, denn das war ein super Ergebnis und darauf kann man stolz sein und darauf kann man auch bei der Landtagswahl aufbauen. Meine Schwerpunkte in der Regionalversammlung ist natürlich die Verkehrspolitik. Ich habe mich darum der Fraktion Die Linke angeschlossen, weil natürlich die Arbeit wird natürlich in den Ausschüssen gemacht und nicht in der eigentlichen Versammlung. Und ich bin über die Fraktion Die Linke, habe ich einen Sitz im Verkehrsausschuss Stuttgart bekommen. Und dort kann ich natürlich piratische Akzente, was Transparenz, Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung, kann ich dort einbringen. Es läuft sogar sehr gut zurzeit. Wer da meine Arbeit verfolgen möchte, kann gerne auf die Webseite gehen, piraten-region-stuttgart.de. Dort sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Und sie wird auch regelmäßig aktualisiert. Ich kann euch nur bitten, verfolgt das dort. Früher oder später wird dann auch eine Mailingliste auftauchen, Stefan, gell? Ansonsten bin ich auch sehr gut über die Mailingliste der Piratenpartei Esslingen zu erreichen, für Vorschläge und natürlich auch über oben Antrag Region Stuttgart. Meine Schwerpunkte sind natürlich, wer mich kennt, weiß das, die Einhaltung des Kostendeckels für Stuttgart 21. Die Region ist hier als Projektpartner mit 100 Millionen Euro mit im Boot. Die Region hat bis jetzt als einzige Bereitschaft gezeigt, diesen Kostendeckel zu lupfen. Ich werde natürlich dagegen stimmen, weil die Aufweichung des Kostendeckels der Finanzierungsvereinbarung ist gescheitert beim Volksentscheid. Solange wir keine neue Finanzierungsvereinbarungen haben, gelten die Werte. Und es ist undemokratisch, gerade jetzt in dieser Situation, wer das weiß, bringt die Bahn jetzt ständig neue Pläne, weil sie nun inzwischen merkt, dass die Pläne, die sie bei der Schlichtung und beim Volksentscheid vorgestellt haben, nicht funktionieren. Da bin ich dran und es läuft auch gut. Ich habe da mit den Linken, ich bin da auch als Fraktionssprecher Verkehr und Stuttgart 21 gewählt oder bestimmt worden. Ich bekomme da die volle Unterstützung der Linken, also ich habe keinen Grund zu beklagen und die Befürchtung, dass dort die piratischen Themen untergehen, das stelle ich jedes Mal gleich klar. Und da gibt es auch keine Widersprüche. Sie wissen, was Sie an mir haben. Ich weiß, was Sie an denen haben. Wir haben eine super Zusammenarbeit. Ich mache da keinerlei Bedenken. Ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich der fahrscheinlose Nahverkehr. Wir hatten da zur Kommunalwahl und auch zur Bundestagswahl vorher schöne Veranstaltungen zu dem Thema. In Stuttgart ist in die Richtung ein erster Schritt
erfolgreich durchlaufen. In Stuttgart, die führen ein Regionalticket ein. Das heißt, für finanziell schwache Personen, die halt in den finanziellen Förderungen ist, Wohngeld, Hartz IV und, sie bekommen ein vergünstigtes Konzept. Werden wir jetzt auch über die Kreistage der Piraten und der Linken in der Region Stuttgart einführen. Und ich hoffe doch, ich habe dort eure Unterstützung, weil das natürlich ein richtiger Brückentechnologie hin, bis wir den nahscheinlosen Nahverkehr auch in der Region Stuttgart einführen können. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich sitze vorne am Tisch oder Fragen jetzt noch beantworte ich natürlich gerne. Gut. Also viel Spaß heute noch beim Parteitag und lasst uns die Landtagswahl rocken, wir kriegen das hin.